ist 10 Uhr und ich begrüße Sie ganz herzlich vom Haus des Stiftens zum zweiten Tag unserer Online-Stiftungswoche. Schön, dass Sie sich wieder so zahlreich zugeschaltet haben. Jetzt gleich geht es los mit dem Thema Kooperation gemeinnütziger Organisationen. Und damit gemeinnützige Organisationen tatsächlich gemeinsam mehr erreichen können, möchten wir Sie in der kommenden Stunde für steuerrechtliche Stolperfallen sensibilisieren und Ihnen hilfreiche Tipps an die Hand geben. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutigen Referentinnen, Stefanie Berger und Dr. Jasmin Ghazi Krak vom Deutschen Stiftungszentrum. Ich übergebe auch direkt an Sie und wünsche Ihnen allen ein informatives Webinar. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Und wir hoffen, dass wir die Themen ganz gut abdecken, die Sie heute interessieren. Und wenn nicht, dann haben wir nochmal dementsprechend auch noch unsere Kontaktdaten mitgebracht. Die sehen Sie. Sie können uns auch nach dem Webinar natürlich jederzeit noch erreichen und Fragen stellen. Mein Name ist Stefanie Berger. Ich bin im Deutschen Stiftungszentrum, also im Stifterverband, jetzt seit mittlerweile 7 Jahren im Bereich Recht und Steuern und hauptsächlich für den Bereich Steuern zuständig. Und von daher haben wir da einige Themen, die immer mal wieder aufkommen und ja, die wir beantworten müssen, unter anderem Kooperationsmodelle. Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen in die Runde. Mein Name ist Jasmin Ghazi Krak. Ich bin Rechtsanwältin, auch tätig fürs Deutsche Stiftungszentrum seit 2015 im Regionalbüro Hamburg. Und wir beraten und betreuen Stiftungen und klären da eben viele Rechtsfragen. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Universität Hamburg im Drittmittelbereich gearbeitet und kenne das mit den Kooperationen insofern ganz gut. Und würde mich freuen, Ihnen da heute ein paar Fragen beantworten zu können. Aber zunächst, wer wir sind, haben Sie jetzt gehört. Jetzt würden wir Ihnen gerne ein bisschen was dazu erzählen, für wen wir arbeiten. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ist eine Gemeinschaftsinitiative, die es seit den 20er Jahren letzten Jahrhunderts gibt. Da haben sich Unternehmen und Stiftungen zusammengetan, die im Bereichen Bildung, Wissenschaft und Innovation beraten, vernetzen und fördern. Es ist ein eigener wichtiger Förderer des Stiftungswesens, der Stifterverband, der eigene Programme in diesen Bereichen Bildung, Innovation und Wissenschaft auflegt und da tätig ist. Seit ungefähr 60 Jahren arbeitet der Stifterverband auch als Treuhänder. Er berät, verwaltet und gründet, hilft bei der Gründung von Stiftungen, steht Stiftern zur Seite und macht das über das Deutsche Stiftungszentrum. Das Deutsche Stiftungszentrum ist ein Dienstleister und steht eben für die Beratung und das Management der Stiftungen zur Verfügung. Es berät die Stifter in allen Fragen um die Stiftungserrichtung sowie berät gemeinnützige und mildtätige Stiftungen bei der Verwirklichung ihrer satzungsmäßigen Zwecke. Derzeit werden ungefähr knapp 700 rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen beim Stifterverband betreut und der Stifterverband managt ein Vermögen von circa 3,2 Milliarden Euro. Von daher haben wir einige Rechtsfragen, wie Sie sich vorstellen können, die wir immer wieder haben. So. Genau. Gut, was erwartet uns heute? Die Vorstellungsrunde haben wir einigermaßen schon absolviert. Jetzt ist die Frage, wir würden Sie ganz gerne einmal thematisch ins Thema einführen. Das würde ich gerne machen. Dann würde Frau Berger Ihnen die Arten von Kooperationen ein bisschen vorstellen und dann kommen wir auch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen von den einzelnen Kooperationsfeldern. Bei Gemeinschaftsprojekten wird Frau Berger Sie informieren. Ich würde Ihnen dann nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen von Beteiligungsprojekten näher bringen wollen. Und zum Schluss haben wir beide einen Übungsfall jeweils mitgebracht, und stehen Ihnen danach im Anschluss noch für Fragen zur Verfügung. So, dann starten wir mal. Genau. Ja, kommen wir zur Einführung ins Thema. Kooperation. Zunächst stellt sich einmal die Frage, warum kooperieren Stiftungen und gemeinnützige Einrichtungen? Gründe dafür sind vor allem auch darin zu sehen, dass also Stiftungen und Nicht-Profit-Organisationen zunehmend unter Druck geraten. Zum einen hat das mit schwindendem Engagement zu tun, also die Mitgliederzahlen bei Vereinen gehen zurück, es gibt einen hohen Kostendruck.
Geringere öffentliche Förderung spielt eine Rolle, demografischer Wandel, Engagement ist manchmal eine etwas ältere Angelegenheit, also für ältere Mitbürger. Das ist ein Problem, wobei die aktuelle Klimadebatte uns da auch eines Besseren belehrt, dass es auch anders gehen kann. Und die Digitalisierung spielt auch eine Rolle. Viele geben als Grund für eine Kooperationsbereitschaft eben auch die Niedrigzinsphase an, dass man versucht, Mittel zu bündeln. Ein Lösungsweg können aus dieser Situation heraus eben Kooperationen sein mit anderen Einrichtungen, um eben die Marktstellung zu stärken, um das eigene Leistungs- und Angebotsspektrum zu erweitern und zu stärken und eben einen Multiplikatoreneffekt, also eine erhöhte Wirkkraft zu schaffen. Dann ist es natürlich auch eine Imagefrage, wenn man sich zusammen aufstellt. Da kann man auch vom Kooperationspartner profitieren. Das Know-how wird vergrößert. Vielleicht bringt der eine was mit, wo man keine Expertise hat, was bei einem gemeinnützigen Projekt aber durchaus wichtig ist. Und natürlich auch die Realisierung von Effizienzgewinn. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich auch die Risikodiversifizierung. Das heißt, man geteiltes Leid ist halbes Leid. Also Haftungsfragen werden natürlich abgemildert, wenn man sich gemeinsam an einem Projekt versucht. Guckt man sich die statistischen Werte an, dann sagen 73% aller Stiftungen, dass sie kooperieren. Und zwar mit anderen Stiftungen oder sektorübergreifend. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass diese Stiftungen, und das geben sie als Grund an, ihre Wirkkraft erhöhen zu wollen. Sie wollen die Mittel addieren. Sie wollen 30% aller rechtsfähigen Stiftungen, das muss man dazu sagen, haben weniger als 100.000 Euro Kapital. Insofern gerade bei der derzeitigen Zinslage ist das natürlich ein ganz starkes Argument, sich zusammenzutun. Wie schon erwähnt vorhin, es geht darum, Kompetenzen zu bündeln, Know-how vereinen, um damit eben die Wirkung und die Reichweite zu erhöhen und eben auch eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Man möchte die Risiken teilen und Synergiepotenziale heben. Das erstmal zur Motivationslage. Wenn man dann die Kooperation als rechtliches Thema, und deswegen sind Sie ja auch heute hier und steuerlich betrachtet, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zusammenzutun. Also die meisten Kooperationen werden eben formlos vereinbart. Das heißt, es gibt keine Verschriftlichung. Zivilrechtlich muss man dann schauen, wer verpflichtet sich eigentlich wem gegenüber wozu. Das gilt es zu beachten bei der Frage, was kommt da vielleicht doch an Vereinbarungen zustande. Auf der steuerlichen Ebene sind eben die Grundsätze des Gemeinnützigkeitsrechts, insbesondere der Unmittelbarkeitsgrundsatz, nämlich dass eigentlich Stiftungen, gemeinnützige Einrichtungen ihre Zwecke selbst verfolgen und unmittelbar verfolgen müssen, zu beachten. Das ist für die Stiftungen, die in Kooperationen gehen, eben der zentrale Punkt zu schauen, dass sie ihre Gemeinnützigkeitssphäre nicht verlassen und die Regeln da einhalten. Wie darf man sich eben zusammentun mit anderen Einrichtungen? Das ist die Frage. Und dazu nochmal ein kleiner Punkt. Häufiger, so ist es wohl, kooperieren tatsächlich operativ tätige Stiftungen miteinander. Das ist die Masse derjenigen, die sich da zusammentun in operativen Projekten. Etwas geringer ist es dann bei den reinen Förderstiftungen, aber dazu sehen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Wenn wir uns dann die Parameter der Zusammenarbeit anschauen, also was gibt es für Kriterien der Zusammenarbeit, ist dieser Gedanke, dass tatsächlich öfter operativ tätige Stiftungen miteinander kooperieren, ganz wichtig, dass die sich da zusammentun, ein übereinstimmendes Ziel festlegen. Also ein Leitbild, die Denkweise überprüfen und schauen, ob das übereinstimmt. Dann ein weiterer zentraler Punkt ist zu schauen, mit welcher Einrichtung tut man sich zusammen. Sind es steuerbegünstigte Körperschaften oder gewerblich tätige Unternehmen? Wie darf man da miteinander kooperieren?
kann man mit der öffentlichen Hand kooperieren, juristische Personen des öffentlichen Rechts spielen eine Rolle. Das alles gilt es zu beachten. Etwas weichere Faktoren sind dann eben diese Grundwerte, das Leitbild, die Haltung, auch der Umgang mit Zielgruppen. Wie hat man die Ansprache zu denen, mit denen man dann eigentlich die Satzungszwecke verwirklichen möchte. Dann geht es vielen Partnern um die nachgewiesene Wirkung und auch die Transparenz. Da muss man eben auch beachten, ist die eigene Einrichtung eigentlich sehr transparent? Trifft das auf den Kooperationspartner aber nicht zu? Kommt man da in einen Zielkonflikt? Das wäre ein wichtiger Punkt. Auch wichtig sind die angemessenen Verwaltungskosten. Das muss eben auch ungefähres Gleichgewicht haben, wenn man wirklich eine Kooperation auf Augenhöhe eingehen möchte. Große Frage ist die Einflussmöglichkeiten bei der Umsetzung. Das hat eben auch diese steuerliche, gemeinnützigkeitsrechtliche Dimension zu beachten. Wie stark darf man bei der Durchführung eines Projekts eingreifen, Einfluss nehmen? Da werden wir gleich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie das geht, eingehen. Großes Thema die Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier Übereinstimmung abstimmen, das ist sicherlich ganz wichtig. Und eben die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Frage, wie kommt man zu einer Kooperation zusammen? Nimmt man eine vertragliche Grundlage? Da sind sicherlich arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Dimensionen zu beachten. Oder lässt man es auf einer formlosen Basis laufen? Das ist erstmal für die Einrichtung intern zu prüfen, um dann eben zu schauen, welche Form der Kooperation eignet sich am besten. Und um eben zu schauen, welche Arten von Kooperationen rechtlich steuerlich gibt es, würde Frau Berger Ihnen jetzt die Arten der Kooperation vorstellen. Ja, genau. Also es ist halt so, dass der Kooperationsbegriff an sich natürlich jetzt kein rechtlich steuerlicher Begriff ist. Also Sie finden den nicht so direkt im Gesetz. Ganz im Gegenteil, das Gemeinnützigkeitsrecht kennt eher den Begriff der steuerunschädlichen Betätigung in der Abgabenordnung. Das ist der 58 der Abgabenordnung, sodass schon klar ist, auch im Gesetz, ich muss nicht meine Zwecke komplett alleine erfüllen, was uns ja eigentlich der Unmittelbarkeitsgrundsatz sagt, sondern ich habe schon die Möglichkeit, mit anderen zusammenzuwirken, sagen wir es mal so. Und wie ich das mache, da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle und Möglichkeiten. Also eigentlich haben wir uns versucht, die Mühe zu machen, um einmal Ihnen aufzuzeigen hier, welche Möglichkeiten des Zusammenwirkens gibt es und was versteht man darunter. So, eine Kooperation ist letztendlich als Begriff, wenn man mal die Definition sich an sich anschaut, heißt es eigentlich, dass man einen gemeinsamen Zweck erreichen möchte und das in seinem Verhalten durch eine einheitliche Willensbildung nach außen auch abstimmt und darlegt, in Anführungsstrichen. Also es wird deutlich. Diese gemeinsame Willensbildung, die wird natürlich dann in Projekten verselbstständigt in der Form, dass man sich darüber einig ist, in welche Richtung man gehen möchte. Es gibt in der Abgabenordnung, wie gesagt, die Möglichkeit der Zusammenarbeit schon. Da befinden wir uns jetzt ein bisschen auf der rechten Seite. Wir haben es jetzt Beteiligungsprojekte genannt, weil man in der Form zusammenarbeitet, indem man zum Beispiel bezüglich von Landskooperationen vielleicht Mittel sammelt und diese dann im Wege der Mittelbeschaffung dann einer anderen gemeinnützigen Organisation zur Verfügung stellt und diese fördert dann oder setzt ein gewisses Projekt letztendlich um. So, da bewege ich mich ganz normal in der Mittelbeschaffung. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit allerdings auch, selber Projekte umzusetzen, operativ und dafür Mittel zu sammeln letztendlich und die Spenden anzunehmen. Das ist auch im Gesetz verankert, dass das natürlich geht und unmittelbar meine eigenen Zwecke zu verfolgen, Eigenprojekte aufzusetzen und diese letztendlich umzusetzen mit Fremdmitteln zusätzlich. So, was es auch gibt, das ist jetzt bei dem Punkt der Auftragsverhältnisse ganz auf der rechten Seite. Ich kann natürlich auch, wenn ich meine eigenen Projekte nicht komplett selbst umsetzen kann, mir noch Dienstleister
zur Unterstützung holen. Das sind sogenannte steuerliche Hilfspersonen. Das ist im Gesetz verankert in § 57, dass das durchaus möglich ist, da man nicht davon ausgehen kann, dass das Know-how in einer Einrichtung komplett vorhanden ist, gerade wenn ich noch Forschungstätigkeiten oder so etwas brauche oder Studien etc. Die werden häufiger mal in Auftrag gegeben und die Ergebnisse verwende ich dann letztendlich für meine eigenen Projektdurchsetzungen. Das ist alles legitim in der Form. Wenn wir auf die linke Seite schauen, dann haben wir das Gemeinschaftsprojekte genannt. Das sind die sogenannten Projekte, wo wir dann von Projektmanagern auch häufig hören, ja, wir möchten es auf Augenhöhe machen und wir stehen alle auf gleicher Ebene und eigentlich macht jeder was und jeder kann was und man möchte sich da sozusagen zusammenbringen. Das funktioniert dann eher im gesellschaftsrechtlichen Bereich tatsächlich schon auf verschiedenen Stufen. Wir haben zum Beispiel jetzt einmal etwas, ich sag mal, Unverbindlicheres. Das sind Kooperationen, vielleicht nur ein Informationsaustausch oder ein Arbeitskreis. Wir schauen uns gleich die ganzen Punkte nochmal genauer an. Oder wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wir gründen zusammen eine GmbH, eine Stiftung, einen Verein, wie auch immer. Auf jeden Fall schaffen wir eine gesellschaftsrechtliche Verbindung, die im Prinzip dann auch ein Rechtssubjekt oder vielleicht auch nur ein Steuersubjekt darstellt und verbinden dort unser gemeinsames Tun. Auf jeden Fall würden Sie jede dieser Zusammenarbeiten, die Sie planen, in einer dieser Formen steuerlich und juristisch unterbringen. Und da es halt immer in der Abgabenordnung darum geht, dass Sie ja Projekte aufgrund des Unmittelbarkeitsgrundsatzes selber durchführen sollen eigentlich, ist es wichtig, dass bezüglich der Kooperationen, weil ich es mit anderen machen darf im Zuge der Mittelweitergabe etc., das ist ja als Ausnahme des Unmittelbarkeitsgrundsatzes verankert, dass Sie sich immer bewusst sind, wo befinde ich mich eigentlich mit meinem Projekt, damit Sie letztendlich steuerliche Risiken, wenn es sie denn gibt, auch erkennen können oder zumindest eine Sensibilisierung dafür haben, dass welche da sein können. So, wir schauen mal uns mit den Gemeinschaftsprojekten, fangen wir an und gucken uns das mal an. Also ich möchte im Prinzip auf Augenhöhe arbeiten und habe jetzt einen unverbindlichen Austausch geplant. Wir nehmen jetzt als Beispiel mal ein Netzwerktreffen, wo man jetzt vielleicht sagt, okay, jeder kommt zu diesem Netzwerktreffen auf eigene Kosten. Wir setzen uns zusammen. Wir überlegen gewisse Strategien in gewissen Bereichen. Und hinterher will man natürlich aus solchen Arbeitskreisen und Netzwerktreffen auch eventuelle Ergebnisse, Handlungsstrategien, was auch immer erarbeiten. Das ist dann der nächste Schritt. Das kann natürlich passieren. Aber am Anfang ist es so, dass jeder für auf seine eigenen Kosten quasi anreist. Man hat erstmal keine Verpflichtungen an der Stelle, sodass man sich hier noch nicht wirklich in steuerbaren Leistungen befindet. Man hat keinen Einfluss auf die anderen Beteiligten. Also man ist so ein bisschen im außerrechtlichen Bereich eventuell. Wenn allerdings auch so ein Arbeitskreis eventuell gewisse Verschwiegenheitsverpflichten, Treuepflichten etc. bedeutet, dann kann es sogar auch an dieser Stelle schon Sinn machen, dass man Richtung vertragliche Gestaltung geht oder Memorandum of Understanding, also dass man gewisse Sachen vielleicht doch schon verschriftlicht, auch bei einem reinen Netzwerktreffen. Denn irgendwann ist es ein fließender Übergang und ich komme vielleicht sogar in die Situation, dass ein bisschen mehr entsteht. Dass man jetzt sagt, okay, wir haben To-Dos, wir haben Beiträge, die doch noch geleistet werden müssen. Und alle Player, Stiftungen, Vereine, wie auch immer, die verpflichten sich dann doch, diese Beiträge zu leisten. Zum Beispiel sind Tagungen dort ein sehr schönes Beispiel. Denn jeder hat eventuell für eine gewisse Tagung ein Know-how, das Personal, oder dann eben vielleicht auch den Teilnehmerkreis, den man halt einladen möchte. Dementsprechende Player sucht man sich ja aus, mit denen man solche Tagungen zusammen vielleicht machen kann. Und schon kommt man in die Situation, dass jeder einen Beitrag leisten muss mit einer gemeinsamen Zielsetzung, nämlich diese Tagung durchzuführen. Und da ist es aus unserer juristischen Perspektive schon so, dass man auf jeden Fall eine GbR gründet. Denn die ist rein formlos zu gründen. Es ist eine Personengesellschaft. Und aufgrund dieser Tatsache, dass einem das ja manchmal gar nicht bewusst ist, dass man hier jetzt schon im Gesellschaftsrecht sich befindet und auch eine GbR gründet, ist es wichtig, dass man das natürlich schon einmal gehört hat. Denn der Punkt,
Man hat ein höheres unternehmerisches Risiko oder ein wirtschaftliches Risiko. Man überlegt, eine gemeinsame GmbH, Verein oder irgendwas zu gründen. Das ist einem durchaus bewusster. Da geht man dann auch in die Beratungen rein. Da überlegt man genauer, was man möchte. Das sind Punkte, die werden vorbereitet. Das ist natürlich durchaus dann eventuell dann nochmal der folgende Schritt, wenn sich etwas noch mehr verselbstständigt und größer wird. Aber diese sogenannte Innen-GbR, die hat man dann zum Teil relativ schnell. Wir schauen uns das nochmal an. Die Grundstruktur ist tatsächlich so, dass ich sage mal mehrere Stiftungen, die nennen wir dann Gesellschafter, weil ich gründe halt eine GbR, die verpflichten sich eben diese Beiträge zu leisten. Bei meiner Tagungsbeispiel wäre es jetzt halt so, dass alle sich um Referenten kümmern etc. Und diese Referenten auch selbst engagieren. Also man bleibt immer noch so ein bisschen auf diesem Punkt, jeder arbeitet für sich, aber an einem gemeinsamen Ziel. Rechtlich ist es dann tatsächlich so, dass die Gesellschaft dann natürlich nach dem BGB, wo die GbR geregelt ist, dann auch haften würden. Und dass es eben auf einen Gesellschaftsvertrag an der Form nicht ankommt, aber bei gewissen Projekten schon sinnvoll wäre und nicht nur mündlich. Die Rechtsfähigkeit einer reinen Innengesellschaft, sprich ich habe erstmal nur eine Absprache miteinander, und diese GbR tritt in sich noch nicht nach außen Dritten gegenüber auf. Da ist es so, dass diese reine Innengesellschaft erstmal noch gar keine Rechtsfähigkeit erlangt und auch noch keine Steuersubjektivität erlangt. Sprich, Steuerpflichten sind an der Form noch nicht vorhanden, was die Gesellschaft in sich betrifft. Die einzelnen Gesellschafter haben natürlich ihre normalen steuerlichen Verpflichtungen, wie sie das kennen im Gemeinnützigkeitsrecht. Sobald da eine Verstetigung stattfindet, ein Außenauftritt stattfindet, nicht mehr für sich alleine, sondern dieser Verbund an sich wird größer und tritt auch komplett nach außen aus, kann es sein, dass es eine Außengesellschaft wird. Und damit habe ich dann die Situation, dass die rechtsfähig ist mit allen Rechten und Pflichten. Eine GbR eignet sich im Grunde grundsätzlich für ich sag mal, Projekte, die auf kurze Zeit angelegt sind. Wenn ich eine Tagung jetzt einmal mache, dann kann man mit dieser GbR, die man vielleicht ein bisschen gestaltet, damit es nicht zur Außen-GbR wird, durchaus am Markt teilnehmen und dementsprechend jeder Player dann ja, letztendlich von den Formalitäten her eine kurzfristige Zusammenarbeit handhabt. So, das ist nicht wirklich das Thema. Es wird anders, wenn man sagt, das Projekt ist größer angelegt, ich habe vielleicht wirtschaftliche Risiken drin, ich möchte vielleicht eine Plattform oder irgendwas gründen, also man hat Wirtschaftsgüter, sei es auch immaterielle Wirtschaftsgüter, dann habe ich schon die Situation, dass man eben doch eher über Haftung nachdenken sollte und dann eignet sich vielleicht auch eher nicht mehr die GbR, sondern man müsste darüber nachdenken, eben eher eine GmbH oder ein Verein oder so etwas zu gründen. Die nächste Situation ist die, wenn ich eine Mittelbeschaffung habe in der Form, dass ich mich sozusagen in so einem Verbund bei der Stiftung, eine Stiftung bewirbt sich jetzt, sage ich mal, um Drittmittel und sagt auch, okay, ich hole diese Drittmittel rein und leite die dann weiter an den zweiten Partner. Das ist so eine Trägerkonstellation, wo man sagen kann durchaus, ich bleibe in einer Innengesellschaft, auch wenn ich mit diesen Geldern bei beiden Gesellschaften dann eben ein Projekt durchführe, vielleicht auch so eine Tagung durchführe. Aber ich befinde mich halt im sogenannten verwaltenden Bereich von Geldern an der Stelle noch. Und da muss man sagen, dass das eine Konstellation ist, die steuerlich noch sehr zum Glück einfacher zu handhaben ist. Diese vermögensverwaltende Sphäre reiner Gelder und die Weitergabe an die anderen Projektpartner, die noch mitmachen, die bergen jetzt noch nicht das Risiko. Wenn allerdings meine Tagung zum Beispiel auch Teilnehmerbeiträge noch einbringen soll, dann habe ich die Situation schon, dass ich diese vermögensverwaltende Sphäre dann verlasse und einen Zweckbetrieb oder sogar einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb habe. Und dann komme ich auf jeden Fall in die Situation einer sogenannten Außen-GbR. Was heißt das eigentlich? Diese Außen-GbR ist das, was wir auch tatsächlich
dann kennen und draußen als Dritter, als objektiver Dritter wahrnehmen. Der Verbund verselbstständigt sich schon ein bisschen. Man nimmt ihn vielleicht als Marke richtig wahr. Das ist dann vielleicht so. Die Öffentlichkeitsarbeit ist schon sehr strikt darauf konzentriert, dass man nicht die einzelnen Player darstellt, die dann an der Tagung eben als Partner teilnehmen und sie initiieren, sondern dass die Gruppe an sich dargestellt wird und nach außen agiert und dementsprechend auch wahrgenommen wird. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Außen-GbR steuerliche Folgen hat. Eine GbR kann niemals gemeinnützig sein, das ist dann das Problem. Das bedeutet, es werden auf jeden Fall Gewerbesteuer zum Beispiel auf dieser Verbundsebene dann fällig. Man müsste eine Steuererklärung abgeben, einen Jahresbericht erstellen. Das ist einem natürlich überhaupt nicht bewusst, weil man das zum Teil ja gar nicht gewollt hat, in Anführungsstrichen. Und das Gemeine ist, man kann, die GbR kennt für sich genommen den Zweckbetrieb nicht. Eine GbR ist ja immer wirtschaftlich geprägt und aus dem Grunde muss man dann halt sagen, dass diese wirtschaftliche Prägung natürlich dann auch auf den gemeinnützige Stiftung oder den Verein als Gesellschafter durchschlägt. Es gibt immer die Situation, dass wenn es noch ein Zweckbetrieb an sich als Projekt ist, weil man eigene Zwecke damit verfolgt, dass man diese Beteiligung an der GbR durchaus im Zweckbetrieb hält. Aber das ist natürlich, der Zweckbetrieb hat generell enge Grenzen und aus dem Grunde muss man dann genau hinschauen, wie das Ganze zu bewerten ist. Letztendlich gibt es vielleicht Lösungen, dass man bei solchen Projekten, wo man eben auch zum Teil Personal austauschen möchte, dass man dann gar nicht nur in diese GbR geht, sondern dass man mit diesen sogenannten steuerlichen Hilfspersonen vielleicht arbeitet. Wir kommen nachher nochmal dazu, was das dann für Projekte sein könnten. Aber auch, ich kann es eben ein bisschen umschiffen, indem die eine Gesellschaft, die eine Stiftung, die andere Stiftung vielleicht engagiert mit der Umsetzung eines gewissen Arbeitspaketes zum Beispiel. Dann umgehe ich so ein bisschen diesen Part, dass man eine GbR gründet, die man ja eigentlich in der Form vielleicht als Außen-GbR nicht haben möchte. Wichtig ist, wenn man nur in den Bereichen bleibt, dass man Gelder weiterleitet, habe ich die vermögensverwaltenden Bereich noch ein bisschen. Da sehen die Juristen in der Regel gar keine Probleme, wenn nicht noch andere Verpflichtungen etc. hinzukommen. Das ist kein Thema. Man kann natürlich sich auch abstimmen. Das ist auch gar kein Thema. Es ist immer wichtig, möglichst an der Stelle einen Vertrag zu machen, einen klassischen Kooperationsvertrag, wo man ganz klar regelt, jeder Player bleibt für sich. Jeder handelt in seinem Namen, mit seinem Leitbild. Und man verstetigt nicht ein gemeinsames Leitbild nach außen, weil dann kann das natürlich dann gerade in der Praxis, in der Öffentlichkeitsarbeit, das ist auch das, was man hinterher noch Jahre später sehen kann, da wird einem dann eher der Gedanke klarer, ist es eine Außen-GbR oder kann es wirklich noch in der reinen Innen-GbR bleiben. Das spielt in der Praxis natürlich dann letztendlich die Musik an der Stelle. So, wenn man jetzt gesagt hat, wunderbar, wir haben erkannt, wir haben ein Projekt, das ist doch durchaus geeignet, auf längere Zusammenarbeit ausgelegt zu sein. Wir schaffen Werte vielleicht wie Plattformen etc. Oder auch eine Tagung, die halt beim ersten Mal gut angelaufen ist, beim zweiten, dritten, vierten Mal jetzt umgesetzt werden soll weiterhin. Dann kann es sich natürlich irgendwann eignen, daraus eine einzelne Gesellschaft zu machen. Wir haben uns jetzt als Beispiel eine GmbH rausgepickt. Das ist nicht zwingend natürlich. Man kann jetzt auch einen Verein gründen, eine Genossenschaft, eine Aktiengesellschaft, was auch immer. Es gibt mehrere Gesellschaftsformen, die auch durchaus für die Gemeinnützigkeit geeignet sind, also die eben auch gemeinnützig selbst sein können. Die GmbH gehört dazu, der Verein natürlich auch, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Und auch sogar die Genossenschaft ist da ein Beispiel. Wie gesagt, wir haben jetzt die GmbH genommen. Die ist natürlich geeignet, wie gesagt, für längerfristige Projekte. Wenn man nur einmal eine solche Tagung durchführt, ist es sehr aufwendig, diese Tagung durch eine GmbH durchführen zu lassen, wo jeder Partner, quasi jede Stiftung Gesellschafter ist, weil ich ein Mindestkapital natürlich in der Grundausstattung schon habe und ich muss sie auch, wenn ich sie wieder liquidiere, das dauert lange, ich habe ein Jahr Sperrfrist, ich habe
dann wiederum, dass die Gesellschaftsanteile zurück müssen etc. Das ist schon sehr viel administrativer Aufwand und auch ein finanzieller Aufwand. Deswegen ist dafür die GbR natürlich immer noch geeignet und hinterher durchaus zu überlegen, ob man eine GmbH vielleicht nimmt für seine Tagung, die man regelmäßig machen möchte, wie gesagt. Die Grundstruktur ist so, dass man Gesellschafter wird an dieser GmbH dann letztendlich. Das muss alles notariell eingetragen werden. Die GmbH ist auch rechtsfähig. Sie ist in der Regel wirtschaftlich. Wenn sie als GmbH konzipiert ist, kann sie auch gemeinnützig sein, sodass sie die gemeinnützigen Zwecke der einzelnen Kooperationspartner auch umsetzen kann. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist dann so, dass man immer noch mal schauen muss, wo halte ich meine Gesellschafterrechte. Das ist dann in der Regel so, dass man die eigentlich in der vermögensverwaltenden Sphäre eventuell noch hat. Wenn man aber Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben kann als Gesellschafter, also einen direkten Durchgriff hat, dann kann das auch zum WGB werden. Wenn es sich um eine wirtschaftliche GmbH handelt, die wirtschaftlich arbeitet oder gewerblich arbeitet, muss man besser sagen. Und wenn es aber eine GmbH ist, dann besteht durchaus die Situation, dass man überlegen muss, ist es noch Vermögensverwaltung oder vielleicht auch ein Zweckbetrieb, wenn ein wirtschaftlicher Anteil damit inbegriffen ist. Da sind so ein bisschen die Facetten, die man sich dann überlegen muss, wo ordne ich es ein? Und dann hat man es aber auch auf die Dauer aufgesetzt, sage ich mal. Ne? So, und jetzt kommen wir dann nochmal zur UG. Die GmbH, wie ich gesagt hatte, hat ja eine gewisse Kapitalausstattung. Das kann man dann eben mit einer UG einfacher gestalten. Die Hemmschwelle ist erstmal niedriger. Man muss allerdings wissen, dass auch dort durch Rücklagenbildung irgendwann auf die 25.000 Euro aufgefüllt werden muss. Also von daher ist eine UG vielleicht nochmal ein sanfterer Übergang. Hinterher wird es auf jeden Fall dann auch 25.000 Euro Kapitalbeteiligung sein. Man muss eben diesen Anteilserwerb natürlich machen als steuerbegünstigte Körperschaft. Man muss diese GmbH als Gesellschafter dann mitführen, um die Scheu davor ein bisschen zu nehmen. Das funktioniert, das kann man machen. Man kann die 25.000 Euro aufbringen, indem man jetzt bei sich selbst eine Vermögensumschichtung macht oder Mittel der freien Rücklage benutzt. Aus den eigenen sonstigen freien Mitteln geht es leider dann eher nicht. In Ausnahmen gibt es auch dafür Vorschriften, die muss man sich dann genau angucken. Die hängen dann von der Vermögenssituation der einzelnen Einrichtung ab. Aber eine Scheu sollte man vor so einer Gründung nicht unbedingt haben. Das ist jetzt ist eine Sache sozusagen der Planung. So, dann kommen wir jetzt zu den Finanzkooperationen und erzählen Ihnen nochmal, was darunter zu verstehen ist. Genau, wenn wir uns die rechtlichen Rahmenbedingungen für die, wie wir es genannt haben, Beteiligungsprojekte anschauen, dann gibt es diese zwei Blickwinkel wieder, zivilrechtlich und steuerrechtlich. Zivilrechtlich sind diese sogenannten Drittmittelprojekte, weil sie von extern kommen, Mittel in den eigenen, in den eigenen Haushalt, mit denen man dann wirtschaftet, stellt sich das zivilrechtlich als Schenkung unter Auflage dar. Hier werden die Mittel mit der Auflage versehen, sie für einen bestimmten Zweck, nämlich das Projekt, was gemeinsam geplant war, auszugeben. Ist geregelt im BGB. Steuerrechtlich kann es sich verschieden darstellen, also dass diese Schenkung unter Auflage kann einmal eine Zuwendung einer Privatperson oder einer anderen gemeinnützigen Einrichtung sein, aber auch eines Unternehmens. Das kann sich als Spende darstellen, wenn es eben freiwillig und ohne Gegenleistung erfolgt. Es kann mitunter aber auch in ein Sponsoring übergehen, wenn bestimmte Werbeleistungen beispielsweise verstärkt eingefordert wurden oder festgelegt wurden. Dann kommt es zu einer Sponsoring-Situation, dann ist es eben in der rechtlichen und vertraglichen Gestaltung etwas anderes. Dann gibt es keine Spendenbescheinigung in Anführungsstrichen, sondern eine Rechnung. Mhm. Auch muss man beachten, dass zwischen gemeinnützigen Einrichtungen es streng genommen eigentlich keine Spende als solche gibt. Also man dürfte oder müsste keine Zuwendungsbestätigung nach amtlichen Muster ausstellen. Weil das eigentlich, und dazu kommen wir gleich noch mal genauer, eine Mittelweitergabe ist oder eine Mittelbeschaffung bei der Körperschaft, die die Mittel sammelt beispielsweise. Hier
bedarf es eigentlich zum Nachweis, dass es gemeinnützig verausgabt wurde, eines Verwendungsmittelverwendungsnachweises. Das akzeptieren die Finanzämter aber trotzdem, wenn sie da einen Zuwendungsbescheid, Bestätigung abgeben. Das heißt, streng genommen ist es nicht das einfachste Mittel. Genau, es ist das einfachste Mittel. Sie brauchen es nicht, aber sie können das mitunter, wenn es nicht zu komplex ist, auch abgeben und es wird als Nachweis. Hat sich eigentlich auch komplett durchgesetzt in der Praxis. Ne? Genau. Wenn wir auf die Mittelbeschaffung und Mittelweitergabe gehen, also wenn Sie sich vorstellen, eine gemeinnützige Einrichtung, eine Stiftung, ein Verein hat sich darauf spezialisiert, eine bestimmte Universität beispielsweise mit Fördermitteln zu unterstützen, dann ist es zivilrechtlich betrachtet auch wieder eine Schenkung unter Auflage, eben die Mittel für einen bestimmten Zweck auszugeben. Steuerrechtlich muss man die Sphären unterscheiden. Aus dem Blickwinkel der Einrichtung, die die Mittel weitergibt, kann es einmal eine Mittelbeschaffung nach 58 Nummer 1 Abgabenordnung sein. Das ist dann möglich, wenn es eine ausdrückliche Gestattung in der Satzung gibt. Also wenn Sie den 58.1 Mittelbeschaffung, der Paragraph muss nicht in der Satzung stehen, aber die Mittelbeschaffung als solche und die Weiterleitung an eine andere Einrichtung sollte in der Satzung verankert sein, dann ist es Ihnen gestattet, wirklich vollständig Ihre Stiftungsmittel, die Sie für das Jahr beispielsweise zur Verfügung haben, in eine andere Einrichtung zu geben, also ein Drittmittelprojekt auf den Weg zu bringen. Über die Ausgestaltung haben wir ja schon ein bisschen was gehört, wie man das dann über GbR oder Vertrag GmbH machen kann. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, wenn Sie das nicht in Ihrer Satzung haben, aber institutionell fördern wollen und Mittel weitergeben wollen, können Sie das auch über den Paragraph 58 Nummer 2 Abgabenordnung tun. Das erlaubt es eben als Ausnahme von diesem Grundsatz, dass Sie selbst verwirklichen müssen, als steuerunschädliche Handlung einen Teil Ihrer Mittel in jeweils einem Veranlagungszeitraum auch an eine andere Einrichtung zu geben. Das heißt, ein Teil, es darf nicht mehr als 50% sein. Und jetzt, Achtung, das ist aber die steuerrechtliche Genehmigung, diese Mittel so zu verwenden. Das heißt, wenn Sie das machen, haben Sie keine Mittelfehlverwendung, auch wenn Sie das eben nicht in der Satzung drinstehen haben. Sie dürfen es sogar für satzungsfremde Zwecke. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Sache, weil das muss man auch wissen als Einrichtung, dass selbst wenn Sie Dinge nicht in Ihrer Satzung haben, Sie können eigentlich keinen Klimaschutz fördern, wollen das aber einmalig tun, dann könnten Sie das darüber machen, wenn, und deswegen Achtung, Sie trotzdem keinen entgegenstehenden Stifterwillen haben. Also Sie dürfen diese steuerliche Erlaubnis, diese Mittel bis zu 50% weiterzugeben an ein Projekt, an eine andere Einrichtung. Darüber dürfen Sie nicht aus den Augen verlieren, dass Sie dazu auch zivilrechtlich die Genehmigung haben müssen, wenn Sie es nicht explizit in der Satzung haben und da ein bisschen einen weiteren Kreis haben und da aktiv werden können, dann muss zumindest erkennbar sein, dass nichts dagegen spricht, also kein entgegenstehender Stifterwille. Sonst hätten Sie vielleicht ein Problem mit der Stiftungsaufsicht und nicht mit dem Finanzamt. Die Vereine haben es natürlich ein bisschen einfacher, weil die Einschränkung, das gilt ja dann tatsächlich für Stiftungen nur. Genau. Also von daher, wer einen Verein hat, der hat es dann doch etwas einfacher, der hat da nicht so ganz die Aufsicht. Ja, richtig. Eine weitere Möglichkeit zu kooperieren und sozusagen sich gegenseitig zu unterstützen, ist auch die Mittelweitergabe in Form von zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten und Personal. Das gestattet Paragraph 58, Ziffer 3 und 4 Abgabenordnung. Aber auch da gilt es, dass es nicht überwiegend, sondern nur teilweise erfolgen darf. Kommen wir jetzt zur weiteren Gestaltungsform, bevor wir zu den Übungsfällen kommen. Eine weitere Form zu kooperieren ist es eigentlich nicht, eben auf Augenhöhe ein Projekt durchzuführen, sondern vielmehr eine Zwischenperson, eine sogenannte steuerliche Hilfsperson zwischenzuschalten.
Wenn Sie ein Projekt durchführen wollen und das Know-how nicht komplett in Ihrer eigenen Einrichtung haben, können Sie, und da gibt es verschiedene zivilrechtliche Grundlagen, Dienstvertrag, Werkvertrag, Geschäftsbesorgungsvertrag, da können Sie sich vertragliche Hilfspersonen zur Hilfe holen. Das ist nach 57 Abgabenordnung erlaubt, auch hier als Ausnahme vom Unmittelbarkeitsgrundsatz. Wichtig dabei ist, dass das Wirken der Hilfsperson der Stiftung komplett zuzurechnen sein muss. Und das muss eben dokumentiert werden in den vertraglichen Bestimmungen. Das heißt, wichtig ist, dass klar ist, dass die Stiftung, der Verein, wer auch immer, Durchgriff hat, dass die Weisungsbefugnis besteht, dass Aufgaben klar festgelegt sind und dass eben der Projektträger als Auftraggeber die Kompetenzen und das Entgelt bestimmt, in dem Sinne, dass eben alles vertraglich festgelegt ist. Das muss nachvollziehbar sein und da erfolgt das eben über die Mittelverwendungsprüfung und da kann das auch als Nachweis herangezogen werden. Ein Problem ist dabei, wenn Sie jetzt beispielsweise selber als steuerliche Hilfsperson einen Auftrag bekommen haben als gemeinnützige Einrichtung, wessen Zwecke verfolgen Sie? Ihre Aufgabe ist es ja, Ihre eigenen Zwecke zu verfolgen. Das heißt, wichtig ist darauf zu achten, dass Sie, wenn Sie mal steuerliche Hilfsperson sein sollten, also einen Auftrag zur Durchführung eines gemeinnützigen Projektes erhalten haben, verlieren Sie Ihre eigenen Zwecke nicht aus den Augen. Ansonsten droht eben die Gefahr, dass Sie aus dem gemeinnützigen Projekt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb machen und auch Umsatzsteuer nachträglich fällig wird. So, die Zeit ist vorangeschritten. Wir wollen Ihnen dennoch ganz kurz, bevor wir in die Fragerunde kommen, nochmal zwei kleinere Übungsfälle andienen. Einmal möchte ich starten mit einer klassischen Kooperation in der Wissenschaftsförderung. Ja, ich habe mir hier als Beispiel genommen, dass verschiedene Player zusammenwirken, nämlich eine Stiftung, eine Universität und eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung planen ein gemeinsames wissenschaftliches Projekt. Sie beantragen bei einem Dritten, nämlich dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, Fördermittel. Sie erstellen einen gemeinsamen Projektplan, in dem alle Arbeitspakete für jeden einzelnen Beteiligten festgelegt sind. Und in diesen Arbeitspaketen bleiben die Partner autonom und eigenverantwortlich tätig. Hier ist die Frage, wie kann man diese Kooperation gemeinnützig gestalten und was geschieht eigentlich mit den wissenschaftlichen Projektergebnissen, damit es nicht in ein WGB kippt. Warte jetzt noch mit weiter, ja. Damit jeder noch nachdenken kann. Vielleicht. So, jetzt kommt die Lösung. Ja, genau. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Vielleicht ist es Ihnen ja, Sie kommen ja aus vielen Einrichtungen auch bekannt. Die Lösung ist natürlich, das Ganze vertraglich in einer Kooperationsvereinbarung zu regeln, in der ganz klar die Regeln und Pflichten des einzelnen Partners festgelegt sind. Dabei ist eine Möglichkeit, dass die Mittel jedem einzelnen Partner durch einen eigenen Zuwendungsbescheid des Mittelgebers, des BMWFs, zugewiesen wird. Alternativ geht es auch, da ist auch ein gewisser Trend zu erkennen, dass die Behörden auch gerne mit einem Partner zusammenarbeiten, um einfach den Aufwand zu reduzieren. Das geht auch. Dann darf die projektleitende Einrichtung Zuwendungsempfänger sein und in dieser Zuwendung ist schon bestimmt, dass es eine Weiterleitung der Mittel an die jeweiligen Kooperationspartner geben muss. Das wird dann auch vertraglich als Weiterleitungsvertrag vereinbart. Wichtig ist, Sie bewahren Ihre finanzielle und rechtliche Eigenständigkeit. Das wird auch dokumentiert. Es wird dokumentiert in dem Kooperationsvertrag, dass kein Kooperationspartner nach außen vertreten darf, damit man eben diese Außen-GbR ausschließt. Das kann keine, dass der Anschein nicht erweckt wird. Und was passiert mit den Ergebnissen? Ganz wichtig ist, dass nur für die Dauer und Zwecke des Projektes Nutzungsrechte weitergegeben werden. Die Arbeitsergebnisse gehören dem, der sie produziert. Und wenn vorab festgelegt wird, dass die Ergebnisse in einer Art Bericht, das ist das Übliche, oder in ein anderes Projekt fließen, das kann alles festgelegt werden. Wenn aber ein einzelner Partner, und auch das wird verschriftlicht, mit den Ergebnissen darüber hinaus arbeiten möchte, dann muss er eben ein marktübliches Lizenzgeld dafür zahlen. Wenn es so festgelegt wird in den vertraglichen Regelungen, dann haben Sie eine saubere Kooperation, die gemeinnützig bleibt.
Genau. Wenn Sie keinen Kooperationsvertrag machen wollen, dann aber Minimum eine Absichtserklärung, weil so ein paar Parameter halt wirklich drinstehen. Aber schön wäre es eigentlich eher, wenn man es sauber vertraglich dann halt regelt. Aber eine Absichtserklärung ist das Minimum letztendlich. Das ist klar, dass das von uns als Juristen wird. Wahrscheinlich, ne? Ja. So, wir haben noch ein Beispiel mitgebracht und zwar arbeitet man da ein bisschen zusammen, um das mit der steuerlichen Hilfsperson noch mal ein bisschen zu verstehen. Und zwar ist die Stiftung, die unterstützt jetzt Einwanderer durch Sprachkurse, die sind natürlich kostenlos an der Stelle. Sie beauftragt jetzt einen Verein mit der Durchführung dieser Sprachkurse. Inhalte, Zeiten, Modalitäten werden auch vorgegeben. Da macht man einen schönen Vertrag, so wie es sich sozusagen gehört. Und die Räumlichkeiten der Stiftung werden aber zur Verfügung gestellt. Der Verein führt das da drin durch. So. Und gleichzeitig ist es dann so, dass im Anschluss an diesen Sprachkurs der Verein noch Integrationskurse dann auch in Eigenregie durchführt. So, und für die Raumnutzung muss natürlich jetzt nichts bezahlt werden. So, und da ist unsere Frage natürlich, wie muss man das jetzt eigentlich gemeinnützigkeitsrechtlich bewerten? Was steckt da alles so ein bisschen drin? Klingt ja gar nicht so kompliziert und eigentlich nach einer tollen Sache. Aber wie wir aus steuerlicher Sicht jetzt sehen werden, habe ich doch wieder ein bisschen was zu bedenken, in Anführungsstrichen, oder muss es zumindest nur wissen? Also es gibt ja für alles Lösungen, wie wir dann immer so schön sagen. Und was man hier wissen sollte, ist ganz klar, also wir gucken uns beide Player halt an, einmal die Stiftung und die hat ja den Verein beauftragt, sodass sie jetzt über diese steuerliche Hilfsperson arbeitet und da wir auch einen Vertrag haben und diese Hilfsperson sich auch daran zu halten hat, ist letztendlich, sind da die Voraussetzungen auch für die Sprachkurse durchaus erfüllt. Für die Integrationskurse eher nicht, weil das macht ja der Verein dann in Eigenregie. Ne? So, die Räumlichkeiten dürfen überlassen werden. Da gibt es ja die Ausnahme, also was, ja doch, es ist eine Ausnahme des Unmittelbarkeitsgrundsatzes in der Abgabenordnung. Da steht es explizit drin. Es gibt einmal für Personal und auch einmal für Räumlichkeiten ein Okay der Abgabenordnung, dass man das machen kann im Endeffekt. Das hat einen rein gemeinnützigkeitsrechtlichen Gedanken. Ob dann noch mit Umsatzsteuer oder sonstigen was ist, das ist jetzt hier nicht aufgezeigt. Solche anderen Rechtsverhältnisse können immer noch eine Rolle spielen. Das muss man sich dann tatsächlich noch mal anschauen. Ne? Also wir reden hier jetzt über die Gemeinnützigkeit. Die Voraussetzung ist natürlich in der Form komplett gegeben, dass die der Verein ist gemeinnützig, der die Räume bekommt, er erfüllt auch nochmal steuerliche Zwecke an sich, von daher, und es ist nur eine teilweise Überlassung, ich vermiete ja nicht mein ganzes Gebäude, was ich vielleicht habe, von daher ist die Stiftung im Gemeinnützigkeitsrecht gut aufgestellt an der Stelle. Der Verein hat jetzt bei der Sprachkursumsetzung, muss man sich die Frage stellen, kann es noch ein Zweckbetrieb sein? Erfülle ich auch meine eigenen Zwecke dadurch? Da sollte man durchaus Wert drauf legen, weil sonst bin ich ja im klassischen Dienstleistungsrecht, damit gleich dann WGB-Vertragsrecht oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von daher. Das ist natürlich eine heikle Situation. Also am besten auch gemeinsame, also eigene Zwecke noch zusätzlich verfolgen und diese Aufträge nur annehmen. Dann habe ich im Prinzip das kein Problem und bin im Zweckbetrieb an der Stelle. Bei den Integrationskursen, da stand ja schon im Beispiel, alles in Eigenregie, also es ist meine eigene Zweckerfüllung als Verein, da besteht dann letztendlich gar kein Problem. Also generell, wie Sie jetzt auch an dem Beispiel nochmal gesehen haben, raten wir halt dazu, sich die vertraglichen Konstellationen klar zu machen. Man denkt dann auch, weil man einen Vertrag machen möchte, über alles einmal nach. Das ist grundlegender, sage ich mal, einen Vertrag zu konzipieren an der Stelle, weil man nicht einfach durch mündliche Abreden, ist man ja ein bisschen schneller in den Absprachen, du machst das, ich mach das und so. Da hat man hinterher eventuell ein steuerliches Risiko, was man nicht bedacht hat. Wenn man sich einmal an die Vertragsgestaltung macht, deckt man doch so gewisse Sachen auf. Man spricht auch nochmal mit anderen und das birgt dann doch die Möglichkeit, da Risiken zu vermeiden letztendlich. Und man kann sowas wie Datenschutz etc. natürlich auch noch alles erfüllen, was jetzt nicht heute unser Thema war, aber an das muss man natürlich letztendlich auch denken und wie die Außendarstellung ist und wie die anderen sich zu verhalten haben etc.
Ja, ich hoffe, wir haben Ihnen da einen ganz guten Eindruck verschaffen können und würde dann sozusagen jetzt abwarten, was noch an Fragen Ihrerseits da ist. Und da schalte ich mich auch direkt wieder zu und starte schon mit der ersten Frage. Und zwar, welche europäische Rechtsform gibt es für gemeinnützige Zusammenschlüsse auf Augenhöhe von mehreren Körperschaften aus unterschiedlichen europäischen Ländern? Ein Netzwerk, wie von Ihnen beschrieben, mit gegebenenfalls jährlichen Treffen und einzelnen Projekten, die gegebenenfalls durch öffentliche Projektfördermittel finanziert werden sollen. Also, eine gute Frage und unfassbarerweise gibt es dafür noch keine rechtliche Lösung. Es gibt schon lange den Ansatz und den Versuch, eine europäische Form, gemeinnützige Form, Stiftung zu etablieren. Es ist bisher nicht gelungen und insofern kann man eigentlich nur antworten, man sollte sich das europäische Land suchen, was die unkompliziertesten Regelungen hat. Und da tatsächlich eine Einrichtung gründen, über die das Ganze dann gebündelt läuft. Es gibt, weil das eben auf den die Gemeinde, das Gemeinnützigkeitsrecht so spezifisch landesrechtlich ist, haben sie leider wenig Aussichten da, eine europäische Gesamtlösung zu finden, die das so unkompliziert macht. Das heißt wirklich die Empfehlung, die Staaten zu suchen, wo das Gemeinnützigkeitsrecht stark ist. Und da, wo man unkompliziert Netzwerke gründen kann. Ich finde, Deutschland ist da kein schlechtes Land, muss ich sagen. Schweiz ist sicherlich auch gut. Aber das ist tatsächlich, gibt es da noch keine europäische Lösung. Das ist nach wie vor nicht Ja, geregelt. Die Beispiele, die es auch gibt, die basieren dann eher auf einzelnen Institutionen in den einzelnen Ländern wiederum, die sich dann durch den gemeinsamen Gedanken wieder zusammenschließen und eher über Mittelweitergaben wieder arbeiten, was dann klassische Auslandsförderungstätigkeiten darstellen mit entsprechenden Nachweispflichten, die auf dem Markt dort herrschen. Aber eine lockerere Konstellation, die gibt es nicht. Personengesellschaften in der Art, wie wir sie kennen, gibt es häufig im Ausland nicht. Also da, wie meine Kollegin schon sagte, gibt es keine Lösung, die man sagen kann, okay, das ist die Lösung für alle möglichen Fälle. Das ist leider sehr, sehr individuell dann an der Stelle. Und muss bei jeder Kooperation zwingend eine GbR, GmbH und so weiter gegründet werden, sobald Drittgelder fließen? Nein, im Endeffekt nicht. Also wenn ich die Lösung habe, dass ich eine Organisation wähle, über die quasi die so eine Art verwaltende Trägerorganisation nur ist, ja, mehr darf sie dann nicht werden letztendlich, die dann die Gelder einnimmt und dann weiterleiten darf, vom Ministerium vielleicht dann, wenn ich da beantragt habe, als Verbund und einen picke ich mir raus, der stellt den Antrag als Verbundspartner mit und holt sich die Gelder und leitet die dann weiter, dann ist das okay. Aber dann muss auch der Staat, also das Ministerium zum Beispiel, damit einverstanden sein, dass es um Weiterleitung geht. Das ist nicht immer so. Also die haben ja auch gewisse Vorgaben und wollen die Projekte in einer gewissen Art aufgesetzt haben zum Teil. Es kann auch sein, dass das Ministerium sagt, nee, Weiterleitungen sehen wir hier nicht, das wollen wir nicht. Dann arbeitet man vielleicht eher mit der Konstellation, was meine Kollegin eben vorgestellt hatte. Jeder bekommt einen Zuwendungsbescheid. Ne? Dann hat jeder seine Gelder in seinem Topf. Man schließt eine Kooperationsvereinbarung, weil man dann jeder mit seinem Topf eigenverantwortlich an dem Projekt dann mitwirkt. Das ist dann eher eine glücklichere Lösung, wenn man eben Weiterleitungen nicht genehmigt bekommt. Oder Weiterleitungen nicht nur der finanziellen Art, sondern auch lassen sich manchmal die Geldgeber zusichern, dass dann auch Rechtesicherung an den Ergebnissen eingefordert werden muss bei den Institutionen, an die man die Mittel weiterleitet. Und dann ist man halt ganz schnell im Gegenleistungsbereich und nicht mehr in einer, nicht mehr auf dem Kooperations, auf der Kooperationsebene und dann müssten unter Umständen Umsatzsteuer fließen, wenn man in einer Art Auftragsverhältnis ist. Da muss man wirklich ganz individuell gucken. Und wenn man das vermeiden will, dann sollte man wirklich sauber die Verhältnisse aufsetzen und auch vertraglich regeln, dass es wirklich bei diesem einzelnen Finanzfluss bleibt, ohne dass da zusätzliche Pflichten generiert werden.
Ja, man muss genau gucken, wo man sich auf diesem Tableau, was wir einmal jetzt in dem Vortrag hatten, wo befindet man sich? Und wenn man in diesen Zwischenpositionen ist, dann muss man sich überlegen, wo will ich hin? Und so sollte man die Projekte halt auch konzipieren letztendlich. Und wenn eine Stiftung als Kooperationspartner, der eine finanzielle Förderung erhält, vertragliche Pflichten nicht einhält, wie geht man als Zuwendungsempfänger vor? Also wie sieht hier die rechtliche Lage aus? Ja, genau, das kommt einmal natürlich auf die vertraglichen Regelungen an. Manchmal öfter, selbst bei nur Bewilligungen, aber auch bei Kooperationszusammenschlüssen, wenn man es vertraglich geregelt hat, lassen sich Einrichtungen bestimmte Rechte, behalten sie sich vor, zum Beispiel Rückforderungsrechte, dass man vorher schon im Vorhinein vertraglich sich darauf einigt, was ist, wenn zum Beispiel die Einrichtung, der man die Mittel zugewendet hat, wenn die ihren Berichtspflichten nicht nachkommt. Das ist leider auch manchmal so, wenn man Projekte, Wissenschaftsprojekte im Ausland durchführt und dann da bestimmte Nachweise nicht fließen, weil die eine ganz, ganz anders organisatorisch aufgestellt sind, um da ein gewisses Druckmittel zu haben, sollte man eigentlich den Mittelfluss ein bisschen abhängig davon gestalten, wie man auch Berichtspflichten erfüllt bekommt. Wenn man das jetzt vertraglich alles nicht vereinbart hat und einfach nur eine Bewilligung geschrieben hat und die Partner verpflichten sich nur dazu, letztlich das Projekt bewilligungsgemäß durchzuführen, dann muss man eben schauen, ob man den Druck über eine gerichtliche Zurückforderung, also wenn man im außergerichtlichen Bereich nichts wird und da schon irgendwie Fristen gesetzt hat und zurückgefordert hat. Aber es ist schwierig, das gerichtlich durchzusetzen, muss man wirklich sagen. Wir sind hier im Schenkungsbereich. Das wird, ist ja vollzogen dann rechtlich, wenn das Geld geflossen ist und das zurückzufordern, weil der andere sich fehlverhalten hat, ist wirklich nicht leicht. Insofern bietet es sich auch da nochmal an, wirklich darauf zu achten, im Vorfeld die Kooperationen so zu gestalten, auch die Bewilligung so zu gestalten, dass man dann Druckmittel in der Handhabe hat. In den Kooperationen kann man natürlich regeln, auch den Ausstieg eines Partners letztendlich in dem Vertrag, was dann bei einer Innen-GbR natürlich tendenziell einfacher ist. Und bei einer Außen-GbR hat das natürlich auch alles dann gesellschaftsrechtliche Folgen und dementsprechend auch steuerliche Folgen, wenn einer ausscheidet. Aber so etwas müsste man schon durch Abstimmungsrunden etc. ein Meinungsbild in der Runde dann letztendlich auch bei einer Innen-GbR kann man das regeln, dass man dementsprechend sagt, wann scheidet denn auch jemand aus einer Kooperation wiederum aus, wenn es einfach nicht funktioniert? Und wer übernimmt dann die Pflichten dieser Personen und was passiert mit den Geldern? Das muss man wirklich dementsprechend regeln. Es hängt aber dann vom Fluss der Mittel ab, wer welchen Auftrag hatte und wer nach außen gegangen ist mit Mittelweitergaben etc. In dem von mir gewählten Beispiel bei Wissenschaftskooperationen ist es ganz oft so geregelt, dass alle verpflichtet sind, auch ihre Arbeitsbeiträge, die sie bis dahin geleistet haben, weil die Wissenschaftler können ja sonst gar nicht weiterarbeiten, wenn plötzlich ein Arbeitspaket komplett wegfällt, dass die einfach da drin bleiben. Dazu verpflichtet man sich, indem man eben in diese Verbindung eingeht und sagt, okay, selbst wenn ich zwischendurch aussteige, alles, was ich bis dahin erarbeitet habe, wird für die Dauer und Zwecke des Projektes, damit dürfen die anderen weiterarbeiten. Das ist dann ganz zentral. Und gibt es entsprechende Literatur, die von Ihnen geschilderten Sachverhalte detailliert darstellen? Wissen Sie da irgendwas? Ja, also ein bisschen zusammensuchen ist es definitiv, aber es gibt schon mittlerweile natürlich Lehrmaterialien, wo man schon sagen kann, da ist das mal so grob dargestellt, das definitiv. Ein paar Aufsätze in Fachliteraturen. Beim Bundesverband auf der Homepage weiß ich, dass die was zu Kooperationen haben. Da gibt es auch noch mal Literatur, die dargestellt ist. Genau, meine Kollegin hat es hier gerade, Stiftungskooperationen in Deutschland. Das ist erhältlich über den Bundesverband. Da hat man auch noch mal andere Literaturhinweise. Das ist ganz nett. Die reißen das auch alles noch mal an. Es muss natürlich auch immer für einen Laien noch gut lesbar und aufbereitet sein. Also ein Fachaufsatz ist dann von einem Professor manchmal vielleicht jetzt nicht so geeignet. Von daher, vielleicht startet man mal mit der Lektüre und arbeitet sich vor. Aber da gibt es definitiv auch jetzt zum Teil was schon auf dem Markt, was deswegen so verständlich geschrieben ist.
Also einmal auf die Seite vom Bundesverband für Stiftungen. Okay, dann mit Blick auf die Uhr sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Berger, und an Sie, Frau Dr. Gazi-Krag, für die ganzen Informationen. Ich hoffe, Sie, liebe Teilnehmer, konnten auch einiges mitnehmen. Und wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt gleich um 11.30 Uhr bei unserem nächsten Webinar auch wieder teilnehmen. Dort geht es dann darum, wie Workhacks Ihnen helfen, besser zu arbeiten. Und den Link zur Anmeldung habe ich Ihnen gerade eben auch noch im Chat geschickt. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier aus München und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank auch auch von von uns. uns. Tschüss, tschüss.